Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute ist es endlich soweit. Ich habe es ja schon lange versprochen, mein Langzeittest-Video über das Zero Compromise. Und ja, jetzt ist es soweit. Warum habe ich so lange gewartet? Ich wollte unbedingt noch mal so eine richtige Hardcore-Veranstaltung mitnehmen und das Ding mal so richtig durch extreme Witterungsbedingungen schleppen und gucken, ob auch wirklich alles funktioniert, auch wenn es richtig zur Sache geht. Und das habe ich jetzt gehabt. Und alles andere hat vorher sowieso schon funktioniert, aber jetzt weiß ich, dass auch diese Dinge überhaupt kein Problem sind. Ich habe ja schon ein Vorstellungsvideo gemacht und einige Dinge in diesem Video habe ich damals noch so mit Fragezeichen hingestellt, ob das gut ist oder nicht. Heute kann ich darauf Antworten geben oder weiß, ob es gut ist oder nicht. Und das will ich auf jeden Fall auch tun. Wofür setze ich das Ganze ein? Ich schieße damit vor allem Long Range, ganz klar. Das ist meine Long Range Waffe und zwar eigentlich für den dynamischen Bereich. Ich schieße damit aber auch natürlich sehr viel statisches Long Range und das hat im letzten Jahr damit auch super funktioniert. Ich weiß noch, auf der LREC haben Moos und ich ja den vierten Platz gemacht in der Teamwertung. Da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut und ein bisschen geärgert natürlich, weil uns nur ein paar Punkte gefehlt haben für eine Medaille. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und das habe ich natürlich hiermit geschossen. Und das war die Disziplin Open. Und da bin ich mit der Ticker und dem Zero Compromise 5-27 an den Start gegangen. Und es hat sich ja in jeder Lage dort auch super bewährt. Ja, hat viel Spaß gemacht. Ich habe damit einige Wettkämpfe geschossen im statischen Bereich. Und mir ist nie irgendwas aufgefallen. Das heißt, alles, was ich so benutzt habe an diesem Zielfernrohr, Einstellungen und so weiter, hat super funktioniert. Also ich setze das ein für dynamische Sachen und natürlich auch für ganz normale Disziplinen. Wenn ich mal auf dem Schießstand bin, schieße ich aber eher selten. Ich mache natürlich mein Training damit und vor allem auch das dynamische Training. Ihr seht, ich habe einige Umbauten noch vorgenommen. Das sieht ganz anders aus. Gegenüber dem Einführungsvideo die einzelnen Sachen erkläre ich gleich. Die Funktionen an dem Zielfernrohr habe ich vorgestellt. Das hat ja eine 56er Öffnung und sitzt hier auf einer Brückenmontage von Spur. Die ist dafür auch hervorragend geeignet. Es gibt natürlich noch andere gute Montagen und nicht nur Spur, ganz klar. Aber ich habe die hier nun mal drauf. Ich habe vorgestellt hier hinten den Bereich. Ich habe vorgestellt, dass man das feststellen kann hier hinten, die Dioptrie, was übrigens super ist. Und ich habe die einzelnen Türme vorgestellt, wie die funktionieren mit ihren kleinen Dingern, die da rauskommen. Das Ganze kann man feststellen und. Ich habe alles im Detail vorgestellt, will das also heute nicht nochmal wiederholen alles. Ich blende euch ein, das Video, das könnt ihr einfach gucken. Das ist kein sehr langes Video. Und dann kennt ihr alle Funktionen von dem Ding, alle technischen Daten. Das habe ich alles schon gemacht. Heute soll es darum gehen, wie bin ich damit klargekommen? Hat das so funktioniert? Warum sieht das jetzt ein bisschen anders aus? Ich schieße ja im dynamischen Bereich und wenn man dynamisch schießt und im Longrange-Bereich dynamisch heißt, von 15 Meter im Notfall bis hin zu 1,4 Kilometer, jedenfalls mit diesem Kaliber. Das ist dann zwar nicht mehr schön auf die Entfernung, also vom Kaliber her. Also muss das Ding für den dynamischen Bereich taugen. Wenn es für den dynamischen Bereich taugt, taugt es normalerweise auch für den statischen Bereich. Da geht es ja nur um die Vergrößerung erstmal. Und die Vergrößerung geht hier bis 27-fach. Da kann man alles mit abdecken und dadurch, dass der Verstellbereich in dem Zielfernrohr so riesengroß ist, kann ich diese Vergrößerung auch meistens nutzen und zwar auch noch sehr, sehr weit, auf sehr, sehr weite Distanzen, ohne dass ich zurückdrehen muss und dann aus dem Absehen schießen muss. Das jedenfalls mit dieser Patrone auf keinen Fall. Bei größeren Kalibern kann es natürlich irgendwann passieren, das ist ganz normal, wenn ich dann 2 Kilometer schieße, ne? dann bin ich bei jedem Zielfernrohr im Absehen drin, wo ich im Absehen schießen muss. Apropos Absehen, ich habe ja in dem anderen Video gesagt, dass mir das Absehen eventuell ein bisschen zu grob ist. Ich wollte ja auch unbedingt einen Tremor absehen. Ich bin ja in der Zwischenzeit wieder
weg von Tremor absehen. Also ich finde die gut, super, ja, wenn es die gibt und wenn es sie für den gleichen Preis vor allem gibt, dann nehme ich die auch einfach. Aber ich habe festgestellt, mir reichen ganz normale Tannenbäume und damit kann man dynamisch alles schießen und ich bin dann auch flexibel und muss das ganze Ding nicht einschießen auf die Tremor-Punkte, was ja nicht ganz so einfach ist. Ich habe darüber zwei Videos gemacht und da könnt ihr noch mal reingucken. Ich habe hier einen Tannenbaum drin und der ist ja relativ grob. Das heißt, die Linierung ist nicht so fein, das Absehen ist nicht so sehr fein. Zum Anfang habe ich gedacht, oh, das ist ja gar nicht gut. Aber gerade beim dynamischen Schießen habe ich feststellen müssen, dass es für mich sehr gut funktioniert, wenn es nicht ganz so fein ist. Man kann es deutlich schneller erkennen, vor allem wenn man bei hellem Wetter schießt, ist das nicht gut, wenn es zu fein ist, weil dann sieht man gar nichts mehr. Und ich habe ja jetzt auch im Schnee geschossen, bei hellem Sonnenschein und war heilfroh, dass das Absehen nicht so fein war. Und ich habe mich auch daran gewöhnt und finde das jetzt auch ja, äußerst praktisch und für mich völlig ausreichend. Also ich komme ja noch zum Fazit, aber das nächste Absehen, da brauche ich kein anderes, ehrlich gesagt, da werde ich das gleiche nehmen. Ihr seht auch, das Zielfernrohr ist länger geworden. Das heißt, ich habe hier vorne eine Sonnenblende drauf. Die Sonnenblende ist so lang, die ist Gold wert. Also der Kontrast wird erhöht, man kann auch fast direkt in die Sonne schießen. Gerade jetzt beim letzten Wettkampf war die ganze Zeit Sonne von vorn in einem sehr flachen Winkel, ist ja Winter. Und das war extrem. Und da hat die Sonnenblende doch wirklich sehr, sehr geholfen. Und ja, die kann ich dann wirklich nur empfehlen. Ein Wabenfilter kann ich nicht empfehlen. Der ist ja quasi, kommt ja aus dem taktischen Bereich. Ein Wabenfilter nimmt Kontrast weg, logischerweise durch die Waben. Der ist ja auch für Sonne geeignet. Aber den kann ich auf gar keinen Fall empfehlen, weil das Bild insgesamt immer, egal bei welchem Zielfernrohr, schlechter wird. Also Wabenfilter nicht, aber Sonnenblende auf jeden Fall. Gehen wir mal von hinten ran an das Zielfernrohr, dass man das feststellen kann hier hinten. Das war natürlich super. Es hat sich quasi nie verstellt. Ich stelle das einmal ein auf meine mittlere Dioptrie an dem Tag. Also das Auge wird ja zum Abend hin schlechter. Aber wenn ich nicht bis 16 Uhr brauche ich das nicht umstellen. Aber wenn es nachher irgendwann dunkel wird, dann muss ich vielleicht die Dioptrie ein ganz klein bisschen hochstellen. Dann kann ich das entsperren und wieder zurückdrehen. Verstellt sich nie, ist super. Zum Anfang habe ich ja gesagt, die Haifischflosse hier dran am Fokussierring brauche ich nicht. Aber ganz ehrlich, man kann viel besser greifen, gerade mit Handschuhen. Ich habe ja viel mit Handschuhen geschossen auch. Und man hat auch immer die Mittelstellung sofort und weiß, alles klar, ich brauche jetzt 15, ich habe 15, fertig. Na, das funktioniert hervorragend. Man kann hier alles super gut lesen. Die Türme funktionieren einwandfrei. Auch das Hochstellen, damit ich das Ganze drehen kann, funktioniert. Ich habe mich daran gewöhnt. Es ist überhaupt kein Problem. Das heißt, es ist ein reiner Lerneffekt, wie man das macht. Heute mache ich das automatisch, rausziehen, verdrehen, wobei ich festgestellt habe, dass ich ja ganz oft keine Zeit habe bei dem dynamischen Long Range, ja, weil auch diesmal waren wieder diese Stationen ganz oft nur 90 Sekunden und dann irgendwie viermal verstellen, wieder zurück auf das Ziel, wieder viermal verstellen, nochmal viermal verstellen, das funktioniert einfach nicht. Der Thomas schießt scheiße heute. Da muss man im Absehen schießen und es geht gut mit dem Absehen. Und ich habe auch versucht, an anderen Stages dann aus dem Absehen zu schießen. Das hat natürlich einen riesen Vorteil, weil wenn ich keine Brille aufhabe, die das korrigiert, dann sehe ich die Zahlen jetzt nicht mehr. Ne? Das ist jetzt vorbei. Vor einem Jahr ging das noch, aber jetzt hat sich das erledigt. Wenn ich natürlich hier auskorrigiere, brauche ich keine Brille und kann aus dem Absehen schießen. Das werde ich sowieso öfter machen. Oder ich benutze eine Schutzbrille, die muss ich mir dann noch anfertigen lassen, extra für Long Range. Das werde ich auch machen, weil ich eigentlich lieber mit Schutzbrille schießen möchte. Dann sehe ich natürlich auch wieder die Türme, ganz klar, und kann mich aber inzwischen trotzdem mehr an das Absehen schießen gewöhnen. Wenn ich jetzt das rauskorrigiere mit dem rechten Auge, also nur auf dem rechten Auge, dann stelle ich hier einfach wieder auf Null. Und dann sehe ich das natürlich, das Absehen scharf und die Türme auch scharf, funktioniert einwandfrei. Die Beleuchtung habe ich überhaupt
nicht ein einziges Mal gebraucht in diesem ganzen Jahr. Ja, kann ich also auch nicht so sehr viel zu sagen. Das, was ich gesehen habe, ist okay, aber ich habe sie einfach nicht eingesetzt. Ne? Ich brauchte sie einfach nicht. Es war immer hell genug. Das optische Bild von diesem Teil ist einfach super. Selbst wenn ich in der Dämmerung geschossen habe, brauchte ich da keinen Leuchter absehen oder irgendwas. Und man kann wirklich sehr weit in die Dämmerung reinschießen. Also jetzt, ich meine jetzt nicht reinschießen in die Dämmerung, sondern es kann schon sehr, ja, sehr dunkel sein und man sieht trotzdem noch eine ganze Menge. Das sind also richtig gute, vergütete Gläser. Ich habe in diesem ganzen Jahr das Frontglas nicht, ich glaube doch einmal gereinigt, vielleicht auch zwei. Aber ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Durch die Sonnenblende wird der ganze Dreck abgehalten und da ich die quasi auch nie abschraube und immer noch alles sehr gut sehen kann und auch mal reingucke und es immer noch sauber ist, wundert mich eigentlich, habe ich die nie putzen müssen. Und ich sehe da drauf auch nichts, ehrlich gesagt. Auch wenn da mal Regen drauf kam. Außerdem benutze ich ja diesen Bikini, das geht ganz schnell. Ich habe erst darüber gemeckert, habe ich ja gesagt. Es gibt hier so ein Bikini. Ich mag die nicht besonders, aber es ist dabei. Das ist auch so ein Teil, wo ich gesagt habe, gibt es da keine schöne Hülle. Aber die Hülle brauche ich gar nicht. Das geht viel schneller. Ich mache so und so und kann das Ding dann tragen, mache das ab und schmeiße das daneben. Also oder hau das in eine Tasche. Das ist ja ganz klein. Ne? Wenn ich jetzt eine große Hülle habe, wo soll ich damit hin? Die kann ich nicht in eine Tasche hauen. Die muss ich dann schon, das ist dann schon so ein Ball zusammengekrunschelt. Also ich habe mich daran gewöhnt, ich will nichts anderes und im Rucksack selber brauche ich nichts anderes. Und wenn ich das Gewehr auf der Schulter habe, dann ja, reicht die Kappe auch. Da brauche ich auch nichts anderes. Also hat sich herausgestellt, funktioniert, ist heil geblieben, einwandfrei. Ihr seht auch, dass hier oben ein Aimpoint drauf ist. Das heißt, der ist ja zur Zielerfassung da. Ich kann also hier auf 15 lassen, beim dynamischen schieße ich oft mit der 15er Vergrößerung. Ich kann auf 15 lassen. Und ich kann das Ziel suchen, weil die Zielsuche hat mir auch wieder mal gezeigt beim letzten Wettkampf, dass ich untrainiert war. Ich habe ein paar Mal das Ziel nicht gefunden und habe einfach nicht ordentlich geguckt. Aber ich habe auch nicht gewusst, wo es ist. Also ich habe es quasi verloren aus dem Gedächtnis. Wenn man vier Ziele hat und immer zu andere Stages, dann kann das schon mal sein. Und wo war das Ziel jetzt? Und dann habe ich eins gesehen und dann war das von einer anderen Stage. Und dann kann man schon mal durcheinander kommen. Also das liegt ja nicht am Zielfernrohr, ne? In dem Moment, das liegt nur daran, dass ich nicht ordentlich trainiert habe. Aber wo soll ich das hier trainieren? Das ist das Problem. Ja, das habe ich oben dran gebaut. Da ist so eine kleine Schiene an der Halterung. Funktioniert auch hervorragend. Ich habe den gleichen Blick. Ich gehe kurz aus der Achse raus, gucke durch. Alles klar, das Ziel ist da. Also wenn ich noch weiß, wo es ist. Und gehe wieder rein und bin dann auch sofort im Ziel. Ich habe das auf Entfernung, also auf 300 Meter eingestellt. Das geht dann auch für 800, überhaupt kein Problem. Und es spielt auch keine Rolle, ob das jetzt irgendwie ein Meter daneben ist. Auf der anderen Seite ist hier noch was dran. Nee. Auf der anderen Seite ist hier noch meine Dope Card dran, aber die gehört ja nicht zum Zielfernrohr, sondern ja, ich zeige euch die. Ich muss aufpassen hier. Ja, hier ist die Dope Card. Ich klemme die mal um. So. Da könnt ihr die sehen. Die ist auf der anderen Seite dran. Die gehört ja auch quasi zum Zubehör des Zielfernrohrs, also es gehört jetzt nicht zum Zielfernrohr, ganz klar, aber die ist auch Gold wert, die brauche ich immer, da schreibe ich immer alles auf, damit ich eben entweder klicken kann oder ich schreibe auf gleich die Millzahlen, dann kann ich nämlich im Absehen gleich die Millzahlen schießen und das geht dann natürlich deutlich schneller und das funktioniert auch super. Ich habe das in ein paar Stages ordentlich gemacht und ich habe auch Punkte bekommen, das heißt, ich habe auch getroffen und das hat mir gezeigt, es funktioniert. Es hat sowieso alles funktioniert, die ganze Waffe mit dem Zielfernrohr. Da ist auch nie irgendwas locker gewesen, gerutscht, sonst wie. Die Oberfläche ist ja nicht so mega glatt hier, das finde ich super. Ich muss noch ein Wort sagen zur Garantie. In Deutschland ist es ja verboten, solche langen Garantiezeiten zu geben, aber das kommt ja aus Österreich. Ich kann da anrufen, ich kann mit den Jungs Deutsch sprechen und ich kann ja, zur Not auch hinfahren. Ne? Das ist ja nicht so weit weg. Es gibt eine unendlich lange Garantiezeit, das ist natürlich auch ein so ein großer Vorteil, den man beachten muss. Man muss von seinen Produkten schon wirklich überzeugt sein, wenn man sowas macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ziehe ich
den Hut vor. Und ich kann das bestätigen, ich bin ja auch damit sehr zufrieden. Ja, das war so mein Erfahrungsbericht. Ich hoffe, euch hilft das ein bisschen weiter, wenn ihr Entscheidungen treffen müsst. Klar, man darf nicht vergessen, das ist jetzt in, befinden uns hier im hochpreisigen Bereich und da will man natürlich auch keinen Fehler machen. Ja, so viel zum Zero Compromise 5 bis 27. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, einfach mal abonnieren. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch immer. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.